Hallo Leute, ja, wir haben jetzt hier diese Strecke wohl fertig gebaut. Jetzt ist die Frage, hier stehen 100 Sack Post. Post steht hier allgemein, aber keine Passagiere. Okay, ich hatte jetzt gedacht, da das ja hier wahrscheinlich eine Wechselhaltestelle ist, dass man vielleicht von hier aus zusehen könnte, dass man dann diese Strecke zum Hafen noch fährt, ohne dass die ganze Strecke von hier vorne gefahren wird. Weil eigentlich können die ja dann alle damit rumfahren, ne, oder? Aber, vielleicht ist das auch nicht so eine tolle Idee, ne, oder? Wir stehen denn hier am Hafen? Floto an der Bibliothek, da wollen 3600 hin. Wo ist denn das? Hier wollen die hin. Wow. Und Riedenburg, Rathaus, Bahnhof. Wir wollen denn da zurück? Na, da stehen nicht so viele. Aber es erscheint mir so, als ob wir da dann doch hier intern etwas mehr brauchen, weil das ist ja doch reichlich, dass da steht, oder? Vor allem, weil der Karl-Marx-Straße ist ja hier, ne, oder? Die Post, die wird da auch gar nicht transportiert. Ja, das ist da. Da müssen wir dann doch mal gucken, wie wir das hinkriegen, hier noch ein bisschen optimieren weiter, ne? Wir stehen hier. 13.000. Leumoe sind 11.000. Verbindungen. Floto-Durchgangsverkehr ist das. Ja, das ist der, den ich brauche. Fahrzeugliste. Okay, da fahren mal gerade zwei drauf, ne? Ist jetzt vielleicht auch nicht so prickelnd, wenn da nur zwei drauf sind und die dann auch noch outdated sind, ne? Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier das Depot einmal öffnen und ihr das Intro seht, ne? So, und dann wollen wir das größte mögliche Fahrzeug hier natürlich nehmen mit Passagieren. Sortiert nach Fracht, Kapazität. Wie hier passen am meisten rein, kannst du, glaubst du doch nicht, oder? Name, alles klar. Kapazität. So, jetzt. 145 Passagiere. Und das war jetzt. Oder Stadtbus, Floto-Durchgangsverkehr. Oder war das nur Floto-Durchgangsverkehr? Nur Floto-Durchgangsverkehr, da ist es. So, und da stehen ein paar tausend, ne, hat man festgestellt. Das heißt 8, 9, 10. Die starten wir alle. Und diese hier, die veralteten, werden ausgemustert. Ah, der ist auch gerade leer, dann ist der auch weg. Und der Postbus, Post-LKW, der muss ja da wohl auch einiges transportieren, wie man das hier so sieht. Ah, ne, Busse wollten wir nicht, wir wollten LKW. Der hat ein paar PS mehr. Und dann müssen wir hier Post haben. Und dann geht nur der Sattelschlepper. Und das ist genau das gleiche, Floto-Durchgangsverkehr. Und die fünf starten wir mal. Und dann ist niemand, doch der ist veraltet dann noch, oder? Oder ist das jetzt raus? Ne, kann auch raus sein, ne, oder? Ist der noch veraltet? Auf jeden Fall kann der eigentlich auch dann runter, oder? Dann ist er auch weg. So, jetzt sind da die Busse drauf, die 10er und 5 LKWs. Und dann nochmal ein Stau in der Stadt, ne? Nee, glaube ich ja jetzt nicht, ne? Oder? Ist schon hier soweit. Ist schon hier soweit. Hat schon geklappt, oder was? Ah, jetzt fahren sie hier aber. Vielleicht war das doch nicht so eine tolle Idee.
Ne, das ist schon der richtige Bus. Aber mit 120 ist nicht der Bus. Ach, wird schon werden. Ne, die fahren ja hier noch, oder? Ne, hier nicht mehr. Hier sind alles die Doppeldecker. Schwierig, oder? Straßenbahn fährt hier auch. Alles fährt hier in Floto. Straßenbahn, Schwebebahn, Busse. Kein Konzept hier in der Stadt, wa? Und der hier steht und steht und steht. Aber ich glaube, die rücken ja immer wieder vor, weil hier wird es nicht länger. Meinst du oder denkst du oder so, ne? Jetzt wird hier wieder gefahren, glaube ich, oder? Ja. Sind denn da alle raus? Weiß ich nicht, ne? Kann auch sein, dass nicht alle raus sind. Ja, aber hier ist schon der erste auf dem Rückweg von den Fahrtbussen. Ich denke, das ist der erste, na, den habe ich jetzt nicht erwischt. Jetzt auch nicht. Ah, das ist der falsche. Ja, das war wieder ein Satz mit X, das war wohl nix, ne? Na, fahren die denn alle jetzt nicht hier voran irgendwie? Kommt der LKW da gar nicht raus, kann das sein? Schwierig, ne? War den nicht hier gerade ausgemustert? Den war es nicht. Den meinte ich. Macht sie Sack Post. Ne, Fahrplan wollte ich. War das nicht? Post Waldeck Floto. Ach so, der fährt nach Karl Marx. Okay, dann können wir den ja definitiv direkt so machen, ne? LKW, der und Anhänger, der. Und Post, Waldeck, Floto. Ja. Und Fahrzeugliste war diese und der da bei Entladung weg damit. Dann ist auf jeden Fall, dass wir 2, 4, 5 LKWs haben, die ein bisschen mehr Post fahren wie der, ne? Dann müsste das dann auch werden hier, ne? Wie viel Post stand denn da reichlich, ne? Ja, 30.000, dann werden die das hoffentlich ein bisschen besser abbauen, ne? Ja, läuft auf jeden Fall, ne? Irgendwann ist der dann da raus und dann ist die Route auch aktuell, ne? Die Linie. Obwohl es hier gerade so ein bisschen doof aussieht mit SIM-Post und so, ne? Vielleicht waren das doch zu viele Fahrzeuge? Weiß nicht. Vielleicht sollten wir mal so, hier so einen Kahlschlag durchmachen und wirklich eine Linie hinfahren lassen, ne? Hier sind ja noch Freiflächen, da können wir auch was lang machen. Hier würde er sogar eine Haltestelle hingehen noch, ne? Könnt ihr auch ein Schiff hier rüberfahren lassen, ne? Und die Post hier rüberbringen, oder? Na, lassen wir mal, das passt schon. Das war jetzt nicht die Idee, ne? Wird's denn jetzt hier ein bisschen flüssiger mit der Fahrstrecke? Nö, hier stehen sie immer noch. Also hier oben bewegt sich ein bisschen mehr, aber so richtig auch nicht, ne? Es sind doch einfach zu viele Fahrzeuge auf dem Stück Straße. Aber Straße ist jetzt auch nicht anders machbar, oder? Vierspurig gibt's hier leider nicht. Könnte höchstens einbahnstraßentechnisch was machen, ne? Dafür müsste man aber die Straße dann so bauen, dass, ne? Ja. Einbahnstraßenschilder hinstellen, gibt es die überhaupt? Ja, gibt es. Würde also gehen.
Ja, leider stehen sie jetzt schon am Ortsausgangsschild, beziehungsweise Ortseingangsschild auch schon. Also das war jetzt nicht so prickelnd. Jetzt müssen wir dann überlegen, was wir da tun können, damit das dann doch besser wird. Hä? Aber ist hier wirklich ein bisschen schwer gerade. Einbahnstraßenverkehr, macht das was? Ich glaube auch nicht, oder? Das Problem ist, dass dann unsere Haltestellen auch nicht angefahren werden können, ne? Kann man hier durch? Ja, muss ja, ne? Kann man hier lang bauen? Muss eigentlich auch, oder? Warte mal, da muss ich das aber anders machen hier. Land ändern. Nee, das doch, das ist richtig, oder? Nee, ist nicht richtig. Quatsch. Da ist es richtig. Und dann den machen. Nee, ich glaube, wir müssen dann den hier haben. Der ist so richtig und da müssen wir die Schräge so machen, glaube ich, oder? Genau, und dann können wir da eine Straße zaubern. So, und kann ich dann hier eine Einbahnstraße rausmachen und da auch? Warte mal, dann müsste ich dieses Zeichen da hinsetzen, oder? So, das ist jetzt eine Einbahnstraße. Das heißt, die können nur nach da fahren. Wenn ich jetzt hier so eins setze, dann fährt er. Oh, der fährt dann da lang. Wow. Das geht gerade nicht. Da können keine Signale aufgestellt werden. Warte mal, dann ist das ja hier vielleicht verkehrt, das Schild. Dann muss ich es da doch wieder wegnehmen. Oh, jetzt wird's ernst. Jetzt ist es wieder weg. An der Stelle ist es ungeeignet. Wenn, dann muss ich es hier hinstellen, oder? Jetzt müssen die doch da lang fahren, oder? Gucken wir mal, ob die das tun. Der ist auf jeden Fall nicht mehr da lang gefahren. Fahren Sie hier lang, das ist die Frage. Ja, sieht so aus. Okay, die wissen noch nicht Bescheid, dass das da sich geändert hat, deswegen fahren die da noch rein, aber das wird gleich aufhören. Okay, der hat es jetzt auch geschnallt. Sieht gerade so aus, als ob dieser Weg jetzt der bessere ist und sie fahren tatsächlich auch noch hier. Die drehen alle noch um. Mal gucken, wann der erste lernt, hier lang zu fahren. Der LKW fährt da auch noch durch. Welcher ist der erste, der hier rechts abbiegt und nicht geradeaus oder nicht links fährt? Der auch noch nicht. Ist das der? Aber rechts staut sich es genauso schon. Und der fährt nicht rechts, also weiß der es noch nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, keine Ahnung. Das sehen wir dann erst später, ne? Der fährt da auch noch. Ah, der war der erste. Weiß ich nicht. Aber das ist weg. Hier steht keiner mehr. Das ist schon mal positiv, oder? Stehen jetzt hier. Okay, das hat sich jetzt hier mit ein bisschen vertan, vielleicht. Und vielleicht klappt es ja doch noch.
Wenn hier welche fahren, dann klappt es mit denen da, dass die weg sind. Vielleicht funktioniert es gleich, weiß ich nicht. Da müssen die aber erstmal alle aufrücken. Jetzt geht es hier erst weiter. Okay, die fahren da oben weiter lang. Der LKW kommt da gar nicht raus. Der könnte aber auch hier lang geleitet werden, ne? Wir drehen das Ding um. Wäre machbar, ne? Zwischenzeitlich wird hier auf jeden Fall gefahren. Jetzt ist hier der Stau weg. Vielleicht löst sich es jetzt hier ein bisschen auf, weil die jetzt mehr am Fahren sind. Ich weiß es nicht. Der fährt da noch rein. Der muss von irgendwo weit, weit wegkommen, ne? Dass der das nicht geschnallt hat. Okay. Also hier rollt es jetzt gerade. Hier steht noch einer. Hier stehen auch noch ein paar. Das wird sich aber bald ändern, denke ich. Die Schlange ist jetzt hier zu Ende. Ist vielleicht ein bisschen besser geworden, weiß ich aber noch nicht. Da ist wieder ein Post-LKW, der noch nicht wusste, dass das hier geändert ist mit der Einbahnstraße. Da ist auch noch ein anderer Schüttgut-LKW. Ja, da müsst ihr jetzt mal fahren dann, ne? Ja, bin mir nicht sicher, ob das besser oder schlechter wird. Diese Haltestelle macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Aber eigentlich können die ja da lang fahren und da lang fahren. Die Einbahnstraße ist hier auf einem Stück, wo keine Dingens ist. Sag mal, keine. Keine Haltestelle ist. Okay, der Stau hier ist kürzer geworden auf jeden Fall. Also hier ist jetzt, ja doch, da staut sich's jetzt. Keine Ahnung, warum die jetzt da lang fahren. Ach so, die haben den Umweg wahrscheinlich genommen. Ah, das hat sich dann gesplittet. Irgendwelche fahren da lang und andere fahren hier lang, kann da sein. Aber wenn sich das splittet, ist es ja eigentlich gut, weil dann ja eher die Länge nicht so schlimm da ist. Okay. Steckt fest. Blockiert und steckt fest. Okay, das sieht nicht gut aus. Vielleicht können wir das ändern, indem wir noch ein Signal irgendwo hinmachen. Ich weiß nicht, wo der hin will. Aber der ist wahrscheinlich so lang, dass er dann trotzdem noch da stehen bleibt, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Nee, reicht nicht. Vielleicht kriege ich es weg, indem ich hier dieses Stück gerade rausoperiere, aber das geht leider nicht, ne, weil da ein Zug steht. Schade. Und hier wird das gleiche Problem bestehen. Naja. Das heißt, ich müsste jetzt mal schauen, dass ich vielleicht den Zug hier gerade einmal ins Depot stecke. Ach so, Lupe ist schon an, ne? Dann fährt er ja weiter. Und dann fährt er auch ein Stück weiter und vielleicht geht's dann wieder. Nee, du musst doch noch zum Depot fahren, erst noch an einem Signal vorbei. Weil sonst fährst du wieder zurück und das bringt mir nichts. So, jetzt ist richtig.
So, und jetzt rollt es erstmal wieder. Hier passte was nicht, ne? Das würde bedeuten, besser eine Brücke bauen. Welche nehmen wir denn da? Diese. Und oh, das sieht ja toll aus. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich die Karte mal drehen. Muss der Zug da weg. Wenn der weg ist, habe ich die Chance, dass ich das dann da abreißen kann, oder? Und da oben muss noch Leitplanke hin, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Stromleitung hin. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier mit dem Rein- und Rausfahren. So, lass mal gerade die Ansicht wieder in die normale bringen. Ich glaube, so war sie. Der Zug könnte auf jeden Fall dann da reinfahren, ohne dass hier ein Problem entsteht, ne? Weiß aber nicht, ob das funktioniert. Hier steckt auf jeden Fall keiner mehr fest. Mal schauen, wie es ist. Sieht erstmal gut aus, oder? So, was macht Floto? Floto ist bestimmt noch ganz schäbig. Hier stehen sie. Ah, der Tatzelwurm ist jetzt hier. Na super, das hat also nichts gebracht. Geht so oder so nicht davoran. Ja, da würde ich sagen, müssen wir uns in der nächsten Folge Gedanken drum machen, wie wir damit klarkommen. Entschuldigung. Schade, ne? Müssen wir schauen, wie das geht. Keine Ahnung, vielleicht einen Untergrundbahnhof machen oder sowas. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Dieses letzte Ende ist wohl das Problem. Vielleicht können wir diesen Anschluss auch von hinten erschließen. Müssen wir mal gucken, dass die LKWs von hier raus reinfahren. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.